Lachen, ich bin Honk. Was ist passiert? Oh, da ist doch Wasser drin. Leute, guckt euch das Video von gestern an. Wir haben gestern hier eine fucking Riesenparty gefeiert und das ist völlig eskaliert. Ja, und meine Wohnung ist jetzt völlig kaputt. Guckt euch einfach an, Alter. Hier ist einfach alles im Arsch. Der Film war nach unten, Alter. Oh mein Gott. Der ganze Boden ist im Arsch, Alter. Da hinten. Oh mein Gott, die Küche. Die Küche. Und das Witzigste ist der Whirlpool. Der Whirlpool ist mittlerweile nämlich einfach nur noch grün. Wieso ist der grün? Wie kann das sein, dass er auf einmal grün ist, Alter? Das sah gestern noch so schön aus. Warte mal, das sieht man so oft in der Story, warte. Ja. Oh, so sah der Pool als erstes aus. Das war richtig, richtig... Ja, das war so nice. Das war nice, Digga. Und jetzt, Digga... Ich war da gestern Abend noch drin. Ich hoffe, also in den Füßen, ich hoffe, der war gestern noch nicht der so. Der war auf jeden Fall gestern auch so. Ja, der war gestern noch nicht so. Das sind aber Kondome in den fucking... Project X-Style, Alter. Also, heute werden wir über die Wohnung ein bisschen aufräumen. Wir haben morgen, also ich habe das schon organisiert, dass wir morgen so einen Putzservice haben, der halt so die ganzen Böden wischt und so weiter. Das schaffen wir, glaube ich, nicht hier. Deswegen werden wir auf jeden Fall den ganzen Müll wegmachen und den Rest schauen wir mal. Alter, was war das gestern? Okay, Leute, wir haben Müllsäcke. Jetzt wird dieses Problem gefixt. Oh nein, startet es jetzt? Es startet! Montage, 3, 2, 1! Ich hab ganz vergessen, dass meine Eltern von der ganzen Sache gar nichts wissen, Alter. Aber wirklich gar nichts. Du hast ihnen ja nicht mal gesagt, dass du überhaupt eine Party machst, ne? Ich ruf meine Mama mal an. Schau mal, was sie dazu sagt. Oh mein Gott, Digga, das ist unangenehm. Am Sonntag kann man mal rangehen, Alter. Die sind, glaube ich, wieder auf so einem komischen Pferdeturnier. Denn meine Schwester ist so ein richtiges Vorzeigekind. Die hat einfach jetzt so ein Pferdeturnier gewonnen. Währenddessen bei mir, Alter. Wo ist mein Pferdeturnier? Wo ist mein gewonnenes Pferdeturnier? Ja, scheiße. Okay, wir rufen die nachher nochmal an. Weiter geht's mit dem Aufräumen. Oh. Oh, das ist nass, Alter, ranzig, Alter. Du brauchst Handschuhe. Oh, nein, die verloren. Oh, ist ekelhaft. Lea, Origin! Lea, du hast ein Turnier gewonnen, habe ich gehört. Ich habe das Turnier gewonnen. Wir haben auch gewonnen, irgendwo. Wir haben jetzt eine sehr kranke Party gemacht. Guck mal. Darfst du Mom nicht zeigen? Ist Mom da? Nein. Warum bist du am Moms Handy? Weil das hier liegt. Okay. Ja, auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch, Madame. Yay, ich hab gewonnen. Wie viel hast du gewonnen? Wie viel Geld? Ich hab einen Gutschein gewonnen. Ich lege auf, ja. Madame. Du hast kein Geld gewonnen? Was soll die Scheiße? Okay, jetzt kommt der ekelhafte Part von allem. Und zwar müssen wir den Pool ablassen. Wir haben ja schon alles installiert. Ich muss da jetzt reinfassen und diese scheiß Öffnung aufmachen. Oh mein Gott, wird das widerlich, Alter. Wollen wir nicht vorher nochmal blubbeln? Nein, wir blubbeln davor nicht. Drei. Zwei, eins. Es ist heiß. Okay, es ist auf. Es ist auf. Ich guck mal, was ja, moin. Alles überflutet. Scheiße. Moritz, mach aus. Oder so. Toll. Alles geflutet. Da war kein. Doch. Oh nein. Nein. Oh mein Gott, warum? Oh mein Gott, Alter. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Jetzt geht's gar nicht dran. Gut. Second try. After the disaster. Es läuft! Alles gut, Bro? Alles gut? Alles gut, Bro? Was geht? Was geht ab? Oh mein Gott, ich werde Flash so hart vermissen mal wieder. Warum werde ich Flash vermissen? Ich werde es euch jetzt erklären. Diese ganze Abrissparty und was wir gestern da gemacht haben, ist ein bisschen eskaliert. Der hatte nämlich auch einen Grund. Ja, meine Freunde, wir haben jetzt hier gerade noch die Wohnung aufgeräumt. Es war ein bisschen langweilig zu filmen jetzt alles. Die ganze Party hat auf jeden Fall einen Grund. Und zwar, weil ich jetzt Köln wieder mal verlassen werde. Und zwar für 4 Wochen. Eigentlich aus einem geilen Grund. Und zwar werde ich mal wieder eine Serie drehen. Und zwar Spotlight. Wir werden sozusagen in die nächste Staffel gehen. Ich, ja, werde da mal wieder sehr lange sein und sehr lange drehen. Und ihr werdet wieder geile Videos haben am Set. Ich lasse die Hey-Wohnung mal wieder hier alleine. Und Flash natürlich auch. Der ist ja dann auch nicht mit dabei. Aber es kommen andere
Hund vielleicht, aber das werde ich euch später zeigen. Okay, Leute, das ist jetzt ein Tag später. Ich habe nämlich noch etwas auf Instagram gepostet und wollte euch ein bisschen zappeln lassen. Ich wollte mal wissen, ob vielleicht welche drauf kommen. Ich habe nämlich auf Instagram gepostet, ich werde für eine lange Zeit Köln verlassen, wo ich hinreise. Berlin oder Los Angeles. Es haben 53% für Berlin abgestimmt und 47% für Los Angeles abgestimmt. Also, das ist schon gar nicht mal so falsch. Aber vielleicht habe ich ja euch auch verarscht und ich fliege auch noch nach Los Angeles. Wer weiß. Leute, das wird auf jeden Fall mega geil die nächste Zeit. Ich werde jetzt ein neues Segment hier aufmachen, Leute. Und zwar werde ich am Ende des Vlogs immer ein paar Kommentare beantworten. Und das nenne ich jetzt Kommentare beantworten mit Hey Moritz. Yay! Okay, ich würde sagen, wir schauen mal nach. Also das gestrige Video war wirklich krank. Spontan riesen Hausparty mit Fremden gefeiert. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal, was da so geschrieben wurde. Nächstes Video, ich wurde aus meiner Traumwohnung geworfen. 1000 Likes, Alter. Ja, ich hoffe, ich werde hier nicht rausgeschmissen. Wir haben das alles mit den Nachbarn abgeklärt, also keine Sorge. Wir sind auch zu den Nachbarn hingegangen und haben die gefragt. Wir haben nicht gefragt, sondern wir haben halt gesagt, hier, nimmt mal die Ohrenstöpsel. Nee, aber das Ding ist ja, am Wochenende kann man das schon mal machen. Und das war auch nicht so spät in der Nacht. Die Legende besagt, dass Moritz wieder rausgeschmissen wird. Hoffentlich nicht. Nur den Anfang gesehen und dachte mir, Moritz, was hast du schon wieder für eine Scheiße? Moritz 2 wird aus seiner Wohnung geschmissen. Alter, schreibt ihr alle nur, dass ich aus meiner Wohnung geschmissen werde? Ja gut, bei mir laufen mal im ganzen Dorf so viele Leute rum. Uff. Ja, es waren ungefähr so 50 Leute da. Also das ist dann schon ein sehr kleines Dorf, wo du drin wohnst. Mach bitte ein Video, wo deine Mutter auf die Party reagiert. Bitte liken, damit Moritz das sieht. Ich würde sagen, wir rufen erstmal meine Mom an und fragen sie mal, was sie von der Party gehalten hat. Hoffentlich geht sie ran. Ah, also die ist schon jetzt schon besetzt. Meine Mom will mich aber nicht mehr. Die ist gerade besetzt. Okay, wir lesen noch ein paar Kommentare vor, dann schauen wir mal, ob sie dann rangehen kann. Mein Gott. Ich frage mich, was passieren würde, wenn meine Mutter davon erfahren würde. Mann, ich will es auch wissen, aber die geht nicht ran, ey. Die mag mich nicht mehr. Die mag mich nicht mehr, die will mich nicht mehr. Wenn bei der Party nicht die Polizei kommt, dann ging sie nicht ab. Vertraut mir, Leute, wir waren so kurz davor, Alter. Wir haben zum Glück noch am Ende alles so gedreht, aber wir waren sehr knapp davor. Ich finde, dass Moritz eine Hey-Freundin braucht. Eine Hey-Freundin, Alter. Ja, aber Leute, ich habe richtig Bock auf eine Hey-Freundin. Oh mein Gott. 2%, die das lesen. Schönen Sonntagabend. Danke, lieber Technikfrosch. Also, es ist aber Montag. Regel Nummer 1 in jeder Hausparty: Sei niemals der Gastgeber. Das habe ich auch gelernt, Leute. Ich meine, guckt euch meine Wohnung an, Alter. Was mussten wir hier heute machen? Der Whirlpool war grün. Wie kann der Whirlpool grün werden? Außerdem, meine Freunde, hat sich das eigentlich im Endeffekt überhaupt nicht gelohnt. Wir haben jetzt nur ein Video davon gemacht. Aber gut. Es war viel zu viel Aufwand, viel zu viel Arbeit, viel zu viel Geld eigentlich dafür, dass wir so eine komische Party gemacht haben. Aber das ist halt das Ding, was wir machen, Leute. Wir sind die Blitze, wir machen dumme Scheiße. Wir machen coole Partys, auch wenn wir absolut eigentlich gar keinen Grund dafür hätten. Ich glaube, das ist der letzte Tag in meiner Wohnung. Ja, da hast du sogar recht, aber nicht, weil ich rausgeschmissen werde, sondern weil ich halt wegziehe erstmal. Komisch, dass Jo Olli nicht da war, Alter. Junge. Oh mein Gott, Alter, was sind das für Kommentare, ey? Nächstes Video, meine neue Freundin, Alter. Das nächste Video wird, wenn dann heißen, meine neue Hey-Freundin. Das Ding ist, ich werde sie nie mit Namen nennen. Ich würde einfach sagen, Hey-Freundin. Wenn ihr gerade Geräusche im Hintergrund hört, das sind die Leute, die jetzt gerade den Rest wegmachen. Ich habe mir jemand geholt, der den Boden sauber macht, weil das haben wir echt nicht hinbekommen heute. Oh mein Gott, Cecilia aus GNTM war einfach da. Wo war die da? Hä? Ich bin GNTM-Fan und ich habe sie nicht gesehen. Ich habe langsam echt Angst um Moritz. Keine Sorge, ich habe alles unter Kontrolle. Mein Leben läuft. Völlig geplant. Nein! Völlig geplant. Völlig geplant. Gar nicht außer Kontrolle geraten. Oh Leute, ich glaube, die Leute sind fertig. Ich glaube, es ist alles wieder sauber. Alter, ist das wahr? Alles ist weg. Oh mein Gott, ich brauche Heaven's Score Musik. Alter, niemals. Junge, alles ist wieder weg. Die Küche ist wieder normal. Was? Wir haben ja alles gerettet, ey. Oh mein Gott, die Hey-Haus-Wohnung ist wieder normal. Junge, guckt euch das an. Ich kann hier wieder laufen. Oh ja. Okay, es ist jetzt, glaube ich, ein perfekter Zeitpunkt, um meine Eltern anzurufen, Alter. Meine Mom ging ja die ganze Zeit nicht dran. Aber ich würde sagen, vielleicht geht sie jetzt endlich mal ran. Hast du mein Video gesehen von gestern? Jo. Ganz schön scheiße. Guck mal, wie das hier wieder aussieht, Alter. Wieder ganz normal. Ist alles wieder auf Null zurückgesetzt. Sogar besser als vorher. Das war, ich bin ein Honk. Aber gut, wir haben ja alles unter Kontrolle gehabt. Hier nochmal kurz aufstehen. Ja, alles unter Kontrolle gehabt. Wie sonst auch. Okay, jetzt haben wir die Reaktion von meinen Eltern. Hier ist alles wieder sauber. Weiter mit den Fragen. Was mit den Kondomen passiert ist, ich kann jetzt genau sagen, was mit den Kondomen passiert ist. Wir haben die einfach weggetan, bevor die Gäste kamen, weil mir das so unangenehm war, Alter. Wäre auch mega unangenehm gewesen, wenn da so reinkommt und dann liegen da so Kondome auf dem Tisch. Nee, also die sind jetzt in meinem Keller gehortet. Boah, Leute, das kommt ja noch weiter, Alter. Oh mein Gott. Niemand, wirklich niemand. Bei Minute 1,20 sieht man deinen Kameramann. Das spule ich jetzt mal hier hin. Das will ich mal sehen hier. Ja, ja, natürlich sieht man da meinen Kameramann. Hä, hey, da ist halt Jo am Filmen, ne? Gut, mit diesem niveaulosen Kommentar würde ich sagen, beenden wir diese wunderschöne Folge. Hey Moritz, Kommentare kommentieren. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das vorhin genannt habe. Hier nochmal kurz Einblender. Kommentare beantworten mit Hey Moritz. Yay. Ja, so habe ich es genannt. Perfekt.
Leute, das war's vom heutigen Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Morgen geht es auf jeden Fall ab auf die große Reise und ich werde auf jeden Fall mich verpissen. Denn diese Wohnung ist einfach nur noch ein Chaos. Geht auf Fashion.de durch den besten Sexy Night in der Welt. Seid ein Blitz, meine Freunde. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Haut rein und ciao. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hate. I woke in a bar today. Got lost in the bolognese. I'm flipping the bars. I'm flipping the flipping the on record, off record. I still count wins when they got it. On record, off record. I let them take advantage. I was wildin'. On record, off record. Deals. Tell them talk to Colin for the quote. On record, off record. I still want the act, not the ghost.